Okay, so, worum geht es denn in der schönen Aufgabe Nummer 3? Also da muss es, hat es irgendwas mit E-Funktionen zu tun? Okay, also wir haben eine Spule und an der Spule, das ist so eine der Formeln, die ich auch im Kopf habe und die man auch mal im Kopf haben kann, gibt es eine Spannung U in Abhängigkeit der Zeit, die da induziert wird und die gibt es dann, wenn der Strom sich ändert. Also man eine zeitliche Ableitung des Stromes, der Strom ist I. Also irgendwie der Strom hängt von der Zeit ab. Wir rechnen die Zeitableitung des Stromes aus und dann wird eine Spannung induziert. Also man kann an der Spule, da kann Strom fließen ohne Ende, ganz viel. Dann gibt es trotzdem keinen Spannungsabfall oder zumindest an einer idealen Spule nicht. An einer realen Spule gibt es einen Spannungsabfall einfach aufgrund des Widerstandes des Drahtes, aber dann, wenn der Strom sich ändert, dann wird eine Spannung induziert, wenn es diese zeitliche Ableitung gibt. Okay. So, was steht da noch Schönes? Es gibt noch eine Formel für den Strom. So, und da ist ein Wert gegeben von 100 Milliampere. Ja, jetzt kommt so eine Klammer, richtig? 1 minus E hoch. Okay. So, und jetzt soll man vermutlich das hier einsetzen, die Spannung bestimmen. Okay. Das ist eine sehr schöne Aufgabe. Also das Zeichnen, diese Ableitung bestimmen und die Spannung auch nochmal zeichnen. Das ist jetzt so der Plan. In welcher Reihenfolge wir das machen, ist, würde ich sagen, im Prinzip eigentlich egal. Also wir können das erst zeichnen, wir können das erst versuchen, irgendwie abzuleiten. Ich würde jetzt, bevor wir damit anfangen, vielleicht hier auch nochmal irgendwie so ganz kurz auf die Einheiten eingehen. Ja, weil das auch so eine sehr grundlegende Sache ist, auf die man so achten sollte oder die irgendwie aus meiner Sicht wichtig ist. Also wenn man sowas hat wie eine E-Funktion oder sowas wie einen Logarithmus oder sowas wie eine Winkelfunktion, Sinus, Cosinus, Tangens, Kotangens, ja, dann kann man solche Funktionen immer nur ausrechnen von Zahlen. Also ich kann nur e hoch eine Zahl rechnen, ich kann nur Sinus von einer Zahl ausrechnen, Logarithmus von einer Zahl ausrechnen. Man kann nicht den Sinus von einer Einheit ausrechnen, die Potenzfunktion, Exponentialfunktion von einer Einheit ausrechnen. Man kommt darauf an, wie man Potenzfunktion jetzt definiert. Also man kann natürlich Einheiten potenzieren. Ne? Ich kann aus Meter, Quadratmeter, Kubikmeter machen, aber ich kann nicht irgendwas hoch Meter rechnen. Das geht nicht. So, und das heißt, in so einer E-Funktion oder in einem Sinus oder so muss, wenn ich die E-Funktion von einer Zeit ausrechne, e hoch t, muss da noch immer irgendwas drin sein, was die Einheit der Zeit wegmacht. Also, wenn ich eine Zeit einsetze, hat die Zeit ja die Einheit Sekunden oder Minuten oder was auch immer. Auf jeden Fall kürze ich das dann mit den Millisekunden hier weg und da bleibt e hoch eine Zahl über. Und das kann ich rechnen. E hoch eine Zahl kann ich rechnen. Also, ne, wird das hier oben einheitenlos. Ich kann E hoch was Einheitenloses rechnen. Das ist auch wieder einheitenlos. Dann kann ich 1 ist auch einheitenlos. Kann ich was Einheitenloses minus was Einheitenloses rechnen. Das funktioniert auch. Und dann will ich am Ende einen Strom haben. Der Strom muss aber die Einheit Ampere haben. Oder Milliampere oder Kiloampere oder was auch immer. Und dann kommt hier eben die Einheit Milliampere mit dazu. Ja, so funktioniert das von den Einheiten her. Und auf jeden Fall, wichtige Sache, Sinus, Cosinus, Logarithmus, E-Funktion, dass da drin das Argument von solchen Funktionen muss immer einheitenlos sein, sonst funktioniert das nicht. So,
Ja, was wollen wir jetzt machen? Wollen wir das erst zeichnen? Wollen wir erst die Ableitung ausrechnen? Ich bin dafür, erst die Ableitung auszurechnen. So, weil es der erste Schritt ist total einfach. Was machen wir mit dem L hier? Schreiben wir einfach davor, weil das sagt uns die Faktorregel, oder nö, das sagt uns überhaupt gar keine Faktorregel, das steht ja noch vor dieser Ableitung hier. Das schreiben wir einfach ab. So. Okay, dann wollen wir jetzt die Ableitung von diesem Teil hinten bestimmen, von dieser Funktion. So, ja, wie machen wir das jetzt? Genau, wir leiten ab nach t. Dann können die 100 mA stehen bleiben, weil das auch nur ein Faktor ist. Genau, also jetzt sagt uns erstmal, jetzt sagt uns die Faktorregel. Ja, oder ich mache mal hier so ganz langsam, ich schreibe das mal nochmal hin. Also wir leiten jetzt ab 100 mA mal 1 minus e hoch minus t durch eine Millisekunde nach t. So, und jetzt sagt uns als erstes mal die Faktorregel, diesen konstanten Faktor, der ja nicht von der Zeit abhängt, den können wir auch einfach mit davor ziehen, den können wir mit davor schreiben. So, also steht da L mal 100 Milliampere. So, dann sind die 100 Milliampere, die kann ich mir gedanklich schon mal wegstreichen. Dann habe ich das hier hinten. So, was ist das jetzt so von der Struktur her, von der mathematischen? Genau, und eine Differenz ist im Prinzip das gleiche wie eine Summe. Und für eine Summe bei Ableitung gibt es eine... Ja, gibt es erstmal eine Summenregel. Ja, und die Summenregel sagt, was sagt die Summenregel bei einer Ableitung? Genau, dass wir jeden Summanden einzeln ableiten können. So, können wir auch jetzt hier oben gucken, ist ein bisschen größer. Also das ist der erste Summand, das ist der zweite Summand, wir können jeden Summanden einzeln ableiten. So, jetzt kommt deine Regel. Genau, das ist eine Konstante, also nochmal, wo ist der Unterschied? Das ist ja auch eine Konstante, das ist ein konstanter Faktor, aber hier steht sozusagen konstanter Faktor mal, ja, hier steht konstanter Faktor plus oder minus. So, Ableitung von einer Konstante ist 0. Also die 1, die fällt weg in der Ableitung. So, dann haben wir einen zweiten Faktor, das ist die E-Funktion. So, jetzt, wie wird eine E-Funktion abgeleitet? Also erstmal bleibt die E-Funktion so stehen und dann multipliziert. Oh, ich weiß. So, dann kommt der komplizierte Teil. Also ich kann ja erstmal die... Ja, also wir gucken mal. Ich schreibe mal erstmal die E-Funktion hin. Also da gibt es ja jetzt viele mathematische Witze zur Ableitung der E-Funktion und so, dass die Ableitung der E-Funktion wieder eine E-Funktion ist. Ich erzähle jetzt keinen, kann man googeln. So, also ich schreibe erstmal die E-Funktion hin. Ich mache mal Klammern drum. Das Minus gehört natürlich mit dazu. Ja, also das Minus ist auch wieder so ein konstanter Faktor. Ich könnte mir hier auch denken, einmal diese E-Funktion, ja, und dann wäre 1, genau wie die 100 mA, wäre eben ein konstanter Faktor, den ich mit davor schreibe. Minus einmal diese E-Funktion, so wie sie ist in ihrer ganzen Pracht und Schönheit. So, und jetzt ist das ja nicht nur eine E-Funktion, die einfach e hoch t ist, sondern um das t ringsrum stehen noch so ein paar weitere Sachen. Mathematisch würde man sagen, das ist eine verkettete Funktion. Ja, die hat eine äußere Funktion, das ist die e-Funktion, und die hat eine innere Funktion, das ist das, was da oben in dem Exponenten, in dem Argument passiert. So, und jetzt braucht man...
Genau. Jetzt braucht man zur Ableitung von verketteten Funktionen braucht man eine Kettenregel. Also wenn es man mit einem Buchstaben dann gemacht, U' mal V. Ja. Plus U mal V'. Naja, also ja, das was du jetzt aufschreiben willst ist. Also tschö, falsche. Falsche Regel? Ja. Das war Produktregel. Ja, ja. Genau, also wenn ich eine Funktion habe, überlege ich auch, wie ich das jetzt am geschicktesten ausschreibe, also v von u von t, ja, und ich will jetzt diese Funktion ableiten nach t. Also wir haben jetzt genau sowas, wir haben so eine äußere Funktion und eine innere Funktion und die leiten wir jetzt nach dem Argument dieser inneren Funktion ab, also wir leiten die äußere Funktion nach dem Argument der inneren Funktion ab. Dann kommt da eben raus V' von U mal U' von T. Also Ableitung der äußeren Funktion mal Ableitung der inneren Funktion. So, und die äußere Funktion ist super gut, total einfach, weil E-Funktion abgeleitet ist wieder E-Funktion und jetzt brauchen wir dahinter nur noch die Ableitung dieser inneren Funktion. So, und die Ableitung, ja, wie kriegen wir jetzt die Ableitung der inneren Funktion raus? Die Betrachtung der Einzahl, also -1. Genau, also ich kann das auch nochmal hinschreiben. Also das, was uns jetzt hier hinten interessiert, ist, wir haben jetzt diesen Exponenten, ja, und den Exponenten schreibe ich jetzt, man kann das ja hier nochmal hinterschreiben, also ne, 100 Milliampere, klar, mal 1 minus e hoch, so. Und jetzt schreibe ich mal den Exponenten ein bisschen anders, indem ich schreibe minus 1 durch eine Millisekunde mal t. Ihr habt jetzt einfach den Bruch auseinandergezogen. Ist immer noch das Gleiche, richtig? So, und wenn ich jetzt sage, ich habe die Ableitung von minus 1 durch eine Millisekunde mal t und das leite ich jetzt nach t ab. Normale Ableitung, also 2t² mal... Wenn ich so aus der Schule, ich habe 2x und leite die nach x ab. Genau, ja, also x abgeleitet nach x ist 1 und der konstante Faktor, der davor steht, ist halt der konstante Faktor, der kommt mit davor. Und genauso ist das die gleiche Sache hier, ja, also t nach t abgeleitet fällt weg. Und ich habe den konstanten Faktor davor, der ist minus 1 durch eine Millisekunde. Ja, also das, was hier oben vor dem t steht, einfach als konstanter Faktor, ist im Prinzip wieder Faktorregel. T nach T abgeleitet ist weg. Der konstante Faktor, der davor steht, ist minus 1 durch eine Millisekunde. So, und der kommt noch hier hinter. Also mal minus 1 durch eine Millisekunde. So, jetzt sind wir im Prinzip mehr oder weniger fertig. Ja, jetzt können wir das Ergebnis noch ein bisschen hübsch machen, wie man so schön sagt. Ein bisschen zusammenfassen, vereinfachen. Und an der Stelle vielleicht auch nochmal über die Einheiten nachdenken. Weil, wenn wir jetzt, was rechnen wir jetzt hier eigentlich aus? Eine Spannung. So, und die Spannung sollte was für eine Einheit haben am Ende? Volt. So, und um zu diesem Volt hinzukommen, brauchen wir jetzt noch mal irgendwie eine Einheit und eine Größe, die mit Sicherheit in der Aufgabe drinsteht, die wir jetzt hier aber noch nicht hingeschrieben haben, nämlich
Wie groß ist das L? Wie groß ist die Induktivität? Okay, also für das L gegeben sind 100 Millihenry, das quetsche ich mal hier noch dazwischen. 100 Millihenry. So, und jetzt ist natürlich die noch so ein bisschen große Frage, die sich da anschließt. Naja, in den Henry müssen ja jetzt irgendwie Ampere drin stecken, weil die Ampere müssen weg. Und irgendwie müssen da Volt drin stecken, weil am Ende wollen wir ja Volt haben. So, und jetzt ist die große Frage, hat jemand ein Tafelwerk zur Hand oder rasch gegoogelt oder ChatGPT gefragt, wie man die Einheit Henry umschreiben kann? Und, da, also, und das ist zum Beispiel sowas, was... Das ist genauso dieses Grundlagenwissen, was ich meine. Das ist genau das, was ihr jetzt lernen müsst. Das ist eure Aufgabe in den nächsten 5 Jahren, auswendig zu lernen. Henry sind. Und was hast du gefunden? Ja. Oh, ja. Oh, jetzt wird es ganz wild. So, also es gibt einen Vorschlag, der da sagt, Henry ist das gleiche wie Voltsekunden pro Ampere. Und also das ist auch das, was man in einem, ich schreibe mal das Milli vielleicht nochmal hier davor. So, also in dem Fall eben Millivoltsekunden pro Ampere, weil wir ja Milli-Henry haben, aber Henry sind Voltsekunden pro Ampere. Das ist auch das, was man so in dem Tafelwerk finden sollte. Es gibt auch, also man kann natürlich Henry und die Voltsekunden pro Ampere auch auf SI-Basiseinheiten zurückführen. Ja, und die 7 SI-Basiseinheiten, die da so sind, sind eben Meter, Sekunde, Kilogramm, dann das Ampere, Mol, Kelvin und Candela für die Lichtstärke. Ja. Und also Volt ist eben keine SI-Basiseinheit und deshalb würde man das Volt dann nochmal in anderen Sachen schreiben. Wie man jetzt Volt in SI-Basiseinheiten schreibt, könnte ich mir jetzt hier in einer kleinen Nebenrechnung auch herleiten. Das ist jetzt aber definitiv was, was ich nicht mal so eben im Kopf habe. So, aber das sieht doch hier irgendwie hilfreich aus. Ja? So, also setzen wir das mal ein, 100 Millivolt Sekunden pro Ampere. So, dann haben wir die 100 Milliampere. So, dann können wir sagen hier, okay, das Minus und das Minus, das tut sich weg. Die werden zu einem Plus. Und ja, dann habe ich eigentlich nur noch die eine Millisekunde, durch die ich hier teile, eine Millisekunde und ich habe hier schlussendlich nochmal die E-Funktion E hoch minus T durch eine Millisekunde. So, und dann können wir gucken, was jetzt hier schön passiert mit den Einheiten. Ich nehme wieder einen anderen Stift. Also Ampere kürze ich gegen Ampere. Millisekunde kürzt sich gegen Millisekunde. Und als einzige Einheit bleibt hier Volt über, genau so wie das auch sein sollte. Ja, und also auf die Art und Weise hätte man sich jetzt auch überlegen können, dass Henry natürlich genau das sein müssen, damit das hier passiert. Vielleicht hast du das auch gemacht, aber also es stimmt auf jeden Fall, ne? Das ist das, was Henry ist. Und hier kommt jetzt für die Spannung, die wir ausrechnen wollen, kommt jetzt was in Volt raus. Hier hinten stehen zwar noch eine Millisekunde, aber hier kürzt sich ja Zeit gegen Zeit. Das ist wieder einheitenlos. E hoch was einheitenlos ist, ist einheitenlos. Mal Volt ergibt Volt. So, und dann haben wir 100 mal 100. Sind 10.000, wenn man im Kopf rechnet. Und hier steht ja noch ein Milli, was wir nicht weggekürzt haben. Milli ist ein Tausendstel, also 10.000 Tausendstel sind 10. Also kommt da am Ende raus 10 Volt mal E hoch minus T durch
eine Millisekunde. Fantastisch. So, haben wir bis dahin schon mal die Ableitung ausgerechnet unter Nutzung von Kettenregel, Summenregel, Faktorregel und ein bisschen Einheitenbetrachtung. Und dann kommt jetzt der größte Spaß an dieser Aufgabe. Wir zeichnen das. Und um das zu zeichnen, nutze ich mal den hier verbleibenden Platz und mache mal ein relativ großes Diagramm. Eigentlich schon fast ein bisschen zu groß, aber egal. So, das hier unten wird die Zeitachse. T in Millisekunden. Muss ja auch was mit Millisekunden zu tun haben, weil die stehen ja hier immer. Und hier kommt sozusagen Spannung und Strom dran. Ich mache jetzt einfach so ein Diagramm mit zwei Achsen. So, und jetzt, ja, also wir wollen jetzt das zeichnen und wir wollen das zeichnen. Wie machen wir das jetzt am schlauesten? Da gibt es eine Idee. Also wir könnten sowas wie eine Wertetabelle machen. Ja, kann ich mal noch vielleicht hier unten hinschreiben, nehmen wir auch eine andere Farbe. Also wir könnten eine Wertetabelle machen, das ist keine schlechte Idee. Wertetabelle. So, und in die Wertetabelle, also da können wir jetzt natürlich Zeiten einsetzen. Und dann können wir rausbekommen, I von T und U von T zu diesen Zeiten. Ja, dann kann man hier so eine kleine Tabelle machen und kann da was ausrechnen. So, dann stellt sich natürlich die Frage bei solcher Wertetabelle, was für Zeiten setzen wir da jetzt ein? Also irgendwas in Millisekunden wäre schlau, ja? weil ja hier was mit Millisekunden steht und weil sich das irgendwie im Zeitraum von Millisekunden abspielen wird. Also so ein, so ein typischer Fehler, also ich schreibe jetzt mal hier T in Millisekunden, ja, ein typischer Fehler wäre, jemand setzt da was in Sekunden ein. Ja, also wir können ja mal für Null uns das überlegen und vielleicht für eine und für zwei und so. Und dann sehen wir vielleicht schon so ein bisschen, wo die Reise hingeht. So, also wenn wir mal Null einsetzen. Fangen wir mal hier oben mit dem Strom an. E hoch Null. Ist 1, 1 minus 1 ist 0. Steht hier schon mal eine 0. Hier schreibe ich mal hin, das ist natürlich in Milliampere und hier sagen wir mal in Volt. So, wenn ich hier die 0 einsetze, steht, also für die Zeit steht hier auch wieder E hoch 0 ist 1, 1 mal 10 Volt sind 10 Volt. So, wenn ich eine 1 einsetze oder eine Millisekunde für die Zeit, steht da als E-Funktion 1. Ja. Nee, also 1 ist prinzipiell schon richtig, aber hier steht dann noch vor dem Bruch was vor. E hoch minus 1. So, und okay, und also E hoch 1 wäre... Genau, also wäre E, ja, 2,73 irgendwas. So, und E hoch minus 1 heißt eigentlich was? 1 durch E. Also genau, 1 durch E. So, 1 durch 2,37 irgendwas, 2,73 irgendwas. Lässt sich blöd im Kopf rechnen, kann man einen Taschenrechner eintippen. Oder direkt eintippen, E hoch minus 1. Was kommt da raus? Also ich
kann ja mal hier so kleine Zwischenergebnisse hinschreiben. Also e hoch 1, haben wir gesagt, ist 2,73 irgendwas. So, e hoch minus 1 meint eigentlich 1 durch e hoch 1, also 1 durch diesen Spaß. Und ich mache mal, um das Mathematikerherz nicht zu sehr zu beschweren, mache ich mal hier ein ungefähr draus. Und hier hinten auch ein ungefähr. Also 1 durch e. 1 durch 0,36. Genau, und das runden wir mal zu 0,37. So, wenn ich 1 minus e hoch minus 1 rechne, also 1 minus das, genau, 0,63 und 0,63 mal 100 macht 63. Ja, also sollten hier 63 Milliampere rauskommen und ein paar zerquetschte noch. So. Und genau hier sollte dann eben, naja, nur das dort rauskommen. Also ich kann ja noch mal kurz das Zwischenergebnis hinschreiben, was wir jetzt irgendwie hatten. 1 minus e hoch minus 1 sind dann eben ungefähr 0,63. So. Genau, so, und deswegen haben wir hier unten dann 3,7 Volt. Also diese 0,37 mal 10, die dann da das Ergebnis ergeben. So. Und du hast jetzt schon die nächsten ausgerechnet? Ja, 86. Ja. Und soll ich noch für 3 Millisekunden? Oh, kannst du auch ansagen, das müssten 95 oder sowas sein? Was? 95, genau, das hätte ich jetzt auch so im Kopf gehabt. So, und dementsprechend sind das dann hier 1,4 richtig und 0,5. Jo. Kann man scharf draus schlussfolgern. Okay, so, und ja, jetzt könnten wir uns vielleicht noch überlegen, also ich mache mal hier so einen Punkt, wenn jetzt die Zeit gegen unendlich geht, asymptotisch, was wäre der Endwert dieser Funktion? Genau, also, ne, Moment, also hier unten wird es ja immer kleiner, ne? Wir gehen von 10 runter. Genau, also hier geht es gegen 0, nähert sich asymptotisch der Zeitachse an und hier oben? Gegen 100. Gegen 100, ja. Also weil e hoch minus t, e hoch minus was ganz Großes wird ganz klein und 1 minus was ganz Kleines wird eben 1. Und einmal 100 mA sind 100 mA. Also das wird, hier wird es nicht unendlich groß, es nähert sich eben diesem Endwert von 100 mA an, dem Faktor, der davor steht. So, und das heißt, jetzt könnte man das damit eigentlich schon mal ganz gut zeichnen. Jetzt nehme ich mal, um der vollständigen Verwirrung beizutragen, nochmal andere Farben. Außerdem auch, um von den vielfältigen multimedialen Möglichkeiten dieser Tafel Gebrauch zu machen. Also ich nehme mal blau für das I von T in Milliampere und teile das mal hier so ein, dass hier eben 100 sind und dann werden hier ungefähr 50 und 60, 70, 80, 90 und so. Und genauso nehme ich jetzt grün für U von T in Volt und dann wären hier eben 10 und 5 und so weiter und so fort. So, und für die Zeitachse mache ich das jetzt natürlich so. Also, dass wir sehen, ne, nach 3 Millisekunden ist hier schon irgendwie der Großteil abgeschlossen.
machen wir erstmal ungefähr so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und dann kann ich jetzt einfach die Zahlenwerte hier eintragen. Ja, also hier starten wir mit 0, dann haben wir 63, das könnte ungefähr hier so sein. Dann haben wir 86, das könnte ungefähr hier so sein. Dann haben wir 95 und dann sind wir schon ziemlich dicht dran an diesem, jetzt habe ich das doch wieder genau falsch gemacht, asymptotischen Endwert. Also das sollten jetzt eigentlich die blauen Kreuze sein. Und die blaue gestrichelte Linie. So, können wir uns vorstellen. So, und wenn man die jetzt miteinander verbindet, dann kommt da eben sowas bei raus, was ungefähr so aussieht. So eine im Prinzip abfallende E-Funktion, ja, aber die aufgrund des Minus und Minus und so ansteigt. Aber nicht gegen unendlich, sondern gegen diesen Endwert. Und wenn man das jetzt für die Spannung noch macht, das ist jetzt die grüne Funktion, dann startet die eben hier. 3,7 könnten ungefähr hier so sein, 14 sind ungefähr hier, 0,5 sind ungefähr hier und dann nähert die sich eben asymptotisch der Zeitachse ja an und sieht als Funktion dementsprechend ungefähr so aus. So, das ist jetzt mit Wertetabelle gezeichnet. Hat ganz gut funktioniert, man muss sich ein paar Werte ausrechnen und man muss, sagen wir mal, einigermaßen geschickte Zeiten einsetzen. Ja. Also ein typischer Fehler ist, dass Leute das nicht in Millisekunden einsetzen, sondern in Sekunden. Ja, und wenn man Sekunden einsetzt und sagen wir mal 0 einsetzt, dann kriegt man eben diese Werte 0 und 10. Und wenn man dann eine Sekunde einsetzt, eine Sekunde ist praktisch schon wie unendlich, ja, dann ist der nächste Wert, also dann springt das direkt von 0 auf 100 und hier direkt von 10 auf 0 und bleibt danach immer bei, also wenn ich dann 2 Sekunden und 3 Sekunden und 4 Sekunden einsetzt, kriege ich immer wieder die gleichen Werte. 100 und 0, 100 und 0, 100 und 0. Das sieht dann eben so aus, so, also hier ist 0, dann springt das irgendwie hoch und dann bleibt das so. Und hier startet es mit dem Wert, springt runter und bleibt dann so. Und das ist eben nicht die Funktion, sondern es ist so, diese E-Funktion. So, wie hätte man es jetzt vielleicht noch zeichnen können ohne Wertetabelle? Gibt es noch andere Ideen? Ich such mal einigermaßen trockenen Lappen, um mal hier drüben ein bisschen Platz zu schaffen, hier mit dieser Nebenrechnung. Also, was man sich aus meiner Sicht bestimmt auch ganz gut hätte überlegen können, ist Folgendes. Ich mache mal nochmal ein neues Diagramm. Und zwar einfach so mit X und Y, so wie man das so aus dem Schulunterricht kennt, wie einem das vielleicht am bekanntesten vorkommen sollte. Und ja, auch da wieder ein allgemeiner Hinweis. Wir Menschen sind einfach super gut darin, Muster zu erkennen. Ja, also das ist so das, worauf unser Gehirn wahrscheinlich in 10 und 100.000 Millionen von Jahren geprägt wurde, um uns irgendwie in einer schwierigen Umwelt zurechtzufinden, überall Muster zu erkennen, das ist gut, das ist eine Gefahr, die muss ich ausweichen und so weiter und so fort. Und eigentlich funktioniert es meines Erachtens auch für Formeln und für Rechnung und so, Schaltbilder, Diagramme, dass man dann drauf guckt und sagt, Mensch, das sieht doch aus wie so und so, dieses Muster erkenne ich eben wieder. Ja? So, und also wenn man sich mal in der Schule mit E-Funktionen beschäftigt hat, dann sollte einem da auch so das
der Graph, das muss zu einer E-Funktion bekannt vorkommen. Und wenn ich da jetzt vielleicht hier nochmal Farbe, also ich jetzt einfach mal so eine ganz normale E-Funktion hier einzeichne, e hoch x. So, wie sieht die in solchem Diagramm aus? Die hat einen Schnittpunkt mit der y-Achse an der 1. Genau. Und x-Richtung minus unendlich gegen 0. Genau. Und steigt dann für x plus unendlich stark an. Genau. Also es ist so ein exponentielles Wachstum. Ja? Es geht hier so hoch und dann geht es immer steiler hoch und an der Stelle 1 bei x hat die natürlich diesen Wert von e erreicht und dann steigt die immer stärker an. So, und ja, jetzt kann man sich eben so ein bisschen überlegen, vielleicht an der Stelle schon ganz gut, da kommen wir auch gleich nochmal hier bezüglich dieser Ableitungsgeschichte drauf zu. Also, ja, warum ist denn die E-Funktion so wichtig? Oder warum sieht denn die so aus, wie sie so aussieht? Oder was wäre sozusagen so eine Definition der E-Funktion, die wir auch vorhin schon genutzt haben? Wenn ich die E-Funktion ableite, kommt wieder die E-Funktion mehr raus. So, also die E-Funktion ist die Funktion und die einzige Funktion, bei der das so ist, dass die Funktion und die Ableitung der Funktion und die nächste Ableitung der Funktion und die nächste Ableitung der Funktion und die nächste Ableitung der Funktion und so wieder exakt das Gleiche sind. Es funktioniert natürlich auch in umgekehrte Richtung. Ja? Also wenn ich eine E-Funktion integriere, ist die Stammfunktion wieder eine E-Funktion. Also natürlich plus minus eine Konstante, aber nochmal integriert ist wieder eine E-Funktion, nochmal integriert ist wieder eine E-Funktion. Ja? Ja, da fallen mir doch, oder jetzt erzähle ich die mathematischen Witze, die sind aber so halbwitzig nur, sind so Dead Jokes. Ja, dass zwei Funktionen sich im unendlichen Funktionenraum treffen und sozusagen die eine Funktion zur anderen Funktion sagt, verschwinde hier aus meinem Bereich, sonst leite ich dich ab. Und sagt die andere Funktion, ja, kannst du machen, aber ich bin die E-Funktion. Und ja, der zweite, doch unglaublich witzigere Witz ist, dass ein Haufen Funktionen sitzen in einer Kneipe und trinken irgendwie was zusammen und haben Spaß und Party. Und eine Funktion sitzt so ein bisschen einsam und alleine irgendwie an so einem Nebentisch, so ein bisschen traurig und so. Und dann geht eine Funktion rüber und sagt, hier komm Mensch, warum bist du so alleine? Willst du dich nicht hier ein bisschen integrieren? Und dann sagt die Funktion, nee, du, sorry, E-Funktion, das wird nichts. Ja. Also das vielleicht als Hilfe, sich hier diesen kleinen mathematischen Zusammenhang zu merken. So, jetzt kann man sich natürlich an der Stelle überlegen, was heißt denn Ableitung grafisch gesehen? Also wenn ich eine Funktion ableite, was mache ich eigentlich grafisch mit einer Funktion? Genau, ich gucke mir den Anstieg der Funktion an und gucke, wie sich eben der Anstieg anhand der Funktion verhält. So, und Anstieg ist eben, ich packe hier so eine Tangente an die Funktion an, gucke mir jetzt den Anstieg an. So, wenn ich hier vorne bin, wie groß ist der Anstieg der Funktion? 0. Und die Funktion ist auch 0. Ja, oder nahe 0. Asymptotisch 0. So, jetzt gehe ich hier der Funktion entlang. Die Funktion wird größer offensichtlich. Was passiert mit dem Anstieg? Er wird auch größer. Ja, so, jetzt gehe ich hier so weiter entlang der Funktion. Die Funktion wird immer größer. Der Anstieg wird auch immer steiler. Jetzt habe ich die Stelle 1 erreicht. Was hat die Funktion hier für einen Anstieg? Auch 1, ja, zumindest so in der Genauigkeit meiner Skizze hier. Und jetzt gehe ich hier so weiter, die Funktion wird immer größer, der Anstieg wird auch immer größer, die Funktion wird immer größer, der Anstieg wird immer größer. Und also die macht genau das, Ableitung der Funktion ist wieder die Funktion selbst. Das ist genau das, was hier in der E-Funktionsskizze passiert. Ja, das ist genau eine E-Funktion. So, und so sieht eine E-Funktion aus, so verhält die sich bei der Ableitung. Jetzt haben wir ja aber keine E-Funktion, sondern wir haben ja irgendwie e hoch minus t minus 1 minus und so weiter und so fort. So, jetzt können wir uns versuchen, dem so ein bisschen in Schritten anzunähern und können uns mal überlegen, wie sieht denn e hoch minus x aus als Funktion? Also ich habe jetzt die gleiche Funktion,
aber ich habe ein Minus vor das x geschrieben. So, was passiert grafisch gesehen mit der Funktion? Spiegeln, ist schon mal eine gute Idee, aber wie spiegeln? An der y-Achse. So, warum an der y-Achse spiegeln? Warum nicht an der x-Achse spiegeln? Ich meine, eine smarte Idee, warum wir an der y-Achse spiegeln und nicht an der x-Achse spiegeln? Genau, weil wir alle x-Werte umdrehen. Ja? Also ich mache ja, das Minus steht ja vor dem x. Also wenn ich ein positives x einsetze, wird daraus ein negatives x. Wenn ich ein negatives x einsetze, wird daraus ein positives x. Also ich drehe die x-Werte um, also spiegel ich an der y-Achse. So, also e hoch minus x sollte jetzt dementsprechend dieser Theorie nach ziemlich genau so aussehen. So, das ist e hoch minus x. Jetzt können wir weitermachen. Wir haben hier nicht e hoch minus x, sondern minus e hoch minus x. Zum Glück noch eine Farbe übrig. Minus e hoch minus x. So, also das Gleiche, was wir jetzt schon hatten, aber jetzt mit einem Minus davor. Jetzt wird an der x-Achse gespiegelt, weil wir ja, das ist ja schon unser y-Wert. Ja, und den y-Wert machen wir jetzt einfach negativ zum Schluss. So, also das heißt, das sollte jetzt ungefähr so aussehen, dass ich an der x-Achse spiegel und diese Funktion so aussieht. Also das ist minus e hoch minus x. Jetzt können wir auch den letzten Schritt machen und sagen, ich will ja nicht minus e hoch minus x haben, sondern ich will 1 minus e hoch minus x haben. Diese orange Funktion jetzt hier, 1 minus e hoch minus x. So, was muss ich jetzt noch grafisch machen? Warum nach unten? Hier steht ja nicht minus 1, sondern... Genau. Ich schreibe mal so, ne? Ich könnte das ja auch so schreiben als e hoch minus x. Das, was wir vorher hatten. Plus 1. Ja, wäre genau das Gleiche. So, also ich nehme diese Funktion, schiebe die um 1 nach oben. Hier hat die vorher bei minus 1 die y-Achse geschnitten, das heißt, die schneide ich jetzt bei 0. Ja, und vorher hat die eben sich asymptotisch der x-Achse angenähert, jetzt nähert die sich asymptotisch dieser Stelle 1 an. So, und das heißt, die sieht jetzt, das hier auch ungefähr auf 1 hoch verschiebe, sieht die ungefähr so aus. Ja, also hier sind die wahrscheinlich dichter zusammen, das kriege ich jetzt hier nicht so richtig gut hingezeichnet. Aber so sieht die aus. So, und ja, jetzt sind wir im Prinzip schon fast fertig. Ja, jetzt ist nur, also wir haben 1 minus e hoch minus x. Und unsere echte Funktion ist aber nicht 1 minus e hoch minus x, sondern da steht, anstatt x steht dieses t durch eine Millisekunde. Und anstatt irgendwie keinem Faktor davor stehen eben 100 Milliampere. So, und was macht sozusagen die eine Millisekunde und was macht das 100 Milliampere hier? Also was macht ein Faktor, den ich direkt vor das t schreibe? Oder was würde ein Faktor machen, den ich hier direkt vor das x schreibe? Wieder grafisch gesehen mit der Funktion. Also ich habe jetzt hier irgendein x und jetzt würde ich alle x direkt irgendwie mal 10 rechnen oder mal 100 oder durch eine Millisekunde teilen. Strecken und stauchen? Und strecken und stauchen in welche Richtung? In die Richtung der x-Achse, ne? Weil ich ja was mit den x-Werten mache. Ich manipuliere die x-Werte und dann strecke ich und stauche ich die Funktion in x-Richtung zusammen oder ziehe die auseinander. Genau das macht im Prinzip das eine Millisekunde hier. Ja, also
anstatt dass dann hier eine 1 steht, steht dann hier eben eine Millisekunde. Ja? So, und was machen die 100 Milliampere vor der Funktion? Die strecken und stauchen in Y-Richtung oder die skalieren in Y-Richtung. Und anstatt dass die Funktion hier eben asymptotisch auf 1 ansteigt, steigt die jetzt eben auf 100 Milliampere an. So. Also das heißt, der orange Teil ist hier, man hätte die Farben vielleicht noch etwas schlauer verwenden können, aber egal. Der orange Teil hier ist genau das, was hier drüben der blaue Teil ist. Ja? Und das, was hier das blaue ist, dieser abfallende Teil von der e hoch minus x Funktion, das ist hier drüben genau die grüne Funktion, die da so abfällt. Eben e hoch minus x und 1 minus e hoch minus x entsprechend so skaliert mit den 100 mA, mit den 10 Volt und mit der 1 Millisekunde. So, und was man jetzt schlussendlich noch bei der Aufgabe machen kann, betrachten kann, sich überlegen kann, und das sollte man auch mal so tun, oder also bei vielen Aufgaben ist dieses, man soll das da zeichnen, ja, also letztendlich, kurz zurück, ja, also wir haben Strom gegeben, wir haben diese Formel für die Spannung und jetzt haben wir die irgendwie ausgerechnet, per Ableitung. Und natürlich, weil wir gut sind, haben wir dabei keinen Fehler gemacht. Das ist ja klar, ja, ist ja logisch. So. In der Praxis macht man leider Fehler, ist so. Dummerweise passiert dem Besten. Also das heißt, das Ergebnis, was hier unten jetzt bei der Rechnung rausgekommen ist, das muss nicht notwendigerweise richtig sein. Jetzt haben wir aber, und das ist im Prinzip diese eingebaute Probe in der Aufgabe, ja, wenn da steht, man soll das mal zeichnen oder nochmal grafisch darstellen oder skizzieren oder irgendwie sowas, dann ist das eigentlich der Hinweis, ey, zeichne das mal und denk mal tatsächlich nochmal drüber nach. Und wenn das dann immer noch alles so passt, dann wird das schon irgendwie hoffentlich richtig sein, was du vorher ausgerechnet hast. So, weil, also wir haben jetzt was gezeichnet. Wir haben den originalen Strom gezeichnet. Das ist die blaue Kurve. Ja, dann haben wir das jetzt hier abgeleitet, gerechnet, sind auf diese Funktion für die Spannung gekommen und haben die auch gezeichnet. Das ist die grüne Kurve. So, und welcher Zusammenhang sollte jetzt zwischen blauer Kurve und grüner Kurve, zwischen Strom und Spannung trotzdem auch in unserer Skizze gelten, wenn wir das alles richtig gemacht haben? Naja, dieser hier oben. Ja, also, dass die Spannung sich aus der Ableitung vom Strom ergibt. Das wäre schon irgendwie ganz cool, wenn das nicht nur in der Rechnung gelten würde, sondern auch in unserer Skizze. So, und wie können wir das jetzt prüfen? Sag mal nochmal. Ja, also klar, wir könnten jetzt die Rechnung nochmal rückgängig machen, gucken, ob wir wieder bei dem gleichen Ergebnis rauskommen. Das wäre auf jeden Fall auch eine Probe, aber die wäre jetzt meines Erachtens ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen schießen oder von hinten durch die Brust ins Auge. Was haben wir denn hier an der Stelle gesagt? Wie funktioniert eine Ableitung grafisch gesehen? Wir gucken auf den Anstieg der Funktion. Ja? So. Also das heißt, wir haben jetzt ja die hier gezeichnet, das ist die blaue Kurve. Und wenn wir jetzt den Anstieg von dieser Kurve stückweise bestimmen und sozusagen den Anstieg neu als Funktion zeichnen würden, sollte da genau die Spannung rauskommen oder sollte genau diese Funktion rauskommen. So, also können wir mal gucken. Blau ist der Strom. Ich nehme den Tafelwischer als Lineal. So, wie groß ist der Anstieg? Sehr groß, aber endlich. Ja, der ist nicht unendlich, sondern also der hat einen Wert und der ist auf jeden Fall groß. So, und jetzt gehen wir dieser Kurve entlang. Was passiert mit dem Anstieg?
Der Anstieg wird kleiner. Die Funktion wird größer, keine Frage, aber der Anstieg wird kleiner und der Anstieg wird kleiner und irgendwann hier hinten ist der Anstieg null oder ist praktisch gar nicht mehr da. Ja? So. Und genau das macht doch unsere grüne Funktion hier. Also die ist am Anfang groß, jetzt nicht unendlich groß, aber groß und dann wird die immer kleiner, und geht gegen null. Ja? Passt super. Und ich meine, jetzt könnte man das noch integrieren. Ja, wir könnten auch das wieder integrieren, also als Formel. Dann sollten wir plus minus eine Konstante auch wieder bei dem da oben landen. Das können wir jetzt auch meinetwegen noch kurz irgendwie in der Skizze machen. Was heißt integrieren grafisch? Genau, also wir gucken uns den Flächeninhalt unter der Kurve an und jetzt müssen wir das ja genau andersrum machen. Jetzt müssten wir die grüne Funktion für die Spannung nehmen und wenn wir die integrieren, dann sollte da wieder die Funktion für den Strom rauskommen, mit der wir oben mal gestartet haben. So, und jetzt, ja, jetzt muss ich ja auch ein bisschen mit meinem Tafelwischer tricksen. Also wir gucken uns jetzt hier immer so ein Stück an, die Fläche zwischen der Zeitachse und der Funktion. Ja, also wie wenn ich würde jetzt diese Fläche irgendwie überstreichen mit dem Tafelwischer und wegwischen. So, ich habe mir jetzt hier so ein kleines Stück angeschaut, also hier oben durch das begrenzt, hier vertikale Linie und hier unten. So, ich habe so einen bestimmten Flächeninhalt. Ja, okay, so, jetzt gehe ich ein Stück weiter. Was passiert mit diesem Flächeninhalt, den ich immer streiche? Das wird hier auf jeden Fall immer kleiner. Ja? Also das ist noch positiv. Aber das wird immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner. Das heißt, also die Fläche wächst an. Die Stammfunktion, Integration, integrierte Funktion, die sollte ansteigen, aber der Anstieg sollte immer kleiner werden. Ja, und irgendwann ist das hier praktisch null, kommt keine Fläche mehr dazu, nähert die sich asymptotisch irgendeinem festen Wert. Und das ist ja genau das, was hier passiert. Also am Anfang kommt viel Fläche dazu. Es kommt immer noch Fläche dazu, aber es wird weniger, es wird weniger, es wird weniger, es wird weniger und irgendwann kommt gar keine Fläche mehr dazu. Genau das, was hier passiert. Ja, also wir werden relativ viele solche Probleme haben, ja, wo immer irgendwie Ableitungen und Integrale drinstehen und da wird oft dazu stehen, dass man das irgendwie mal zeichnen soll und dann ist es immer schlau, bei der Zeichnung zu überlegen, passt das so, wie man sich das überlegt hat, ne? Ist die Ableitung tatsächlich dieser Anstieg, ist das Integral tatsächlich die Fläche unter der Kurve. So, und das Letzte, was man noch an dieser Aufgabe auch ganz gut demonstrieren kann, was haben wir noch für eine Farbe? Gelb. Und, boah, ist, wenn man diese Funktion jetzt im Prinzip so gezeichnet hätte, auf diese Art und Weise, ja, oder einfach eine Funktion, eine E-Funktion ohne diese Wertetabelle. Also man weiß ja ungefähr, wie eine E-Funktion auszeichnet. Ich zeichne jetzt außer La Mengse eine E-Funktion hier rein. Ja? Und das ist ja relativ klar. Irgendwie hier oben müssen die 100 dran stehen oder eben die 10 Volt. Das, was da vor der Funktion dran steht, ist ja klar. So. Aber die Frage ist dann so ein bisschen, wenn ich jetzt einfach so aus der hohlen Hand eine E-Funktion zeichne, wo schreibe ich dann unten die Zeiten dran? Und dafür gibt es im Prinzip einen Trick und auch so ein Spezifika der E-Funktion, die man mal auch im Hinterkopf behalten kann, die natürlich mit diesen ganzen Sachen, die wir hier gerade mit der Ableitung und so besprochen haben, auch da drin steckt. Nämlich immer dann, denn lineal haben wir leider nicht, immer dann, wenn man eine Tangente an die E-Funktion anzeichnet und immer da, wo die Tangente die Asymptote schneidet, da ist genau eine solche Zeitkonstante um, also eine solche Zeiteinheit, die hier drunter steht. Und ich mache das mal und ich versuche mal nicht allzu viel zu tricksen, aber wenn ich jetzt hier an dem Punkt, ja, an die E-Funktion eine Tangente anzeichne, dann sieht die Tangente ungefähr so aus. Da, wo die Tangente die Asymptote schneidet, ist eine Zeitfunktion, eine Zeitkonstante um. Jetzt kann ich hier an diesem Punkt weitermachen. Wenn ich hier wieder eine Tangente an die E-Funktion anzeichne, da wo die Tangente die Asymptote schneidet, ist wieder eine Zeitkonstante um. Das
kann ich hier weitermachen. Da, wo die Tangente die Asymptote schneidet, ist wieder eine Zeitkonstante um. Da, wo die Tangente die Asymptote schneidet, ist wieder eine Zeitkonstante um und so weiter und so fort. Ja, und das funktioniert bei der abfallenden Funktion natürlich genauso. Sie sind ja einfach spiegelsymmetrisch. Also wenn ich hier das so mache, da, wo die Tangente die Asymptote schneidet, ist eine Zeitkonstante um. Wenn ich hier weitermache und hier weitermache und hier weitermache und so weiter, ist immer genau die Sachen da um. So, das ist sicher alles, was man zu dieser schönen Aufgabe diskutieren kann. Dann bis nächste Woche.